Ja, kaum das Frühling ist, sich die ersten Sonnenstrahlen am Himmel zeigen, da geht's dann auch schon wieder los mit dem wöchentlichen Rasenschnitt. Und je nach Grundstücksgröße, da kann das natürlich auch schon mal richtig lange dauern und teils auch richtig anstrengend sein. Kein Wunder daher, dass Mähroboter in den letzten Jahren angefangen haben zu boomen. Die nehmen einem die komplette Arbeit ab, der Rasen sieht stets gepflegt aus und letzten Endes ist er auch gesünder, weil der tägliche minimale Rückschnitt von dem Rasen entsprechend zur Rückdüngung auch wieder verwendet werden kann und auch ein vorzeitiges Austrocknen des Rasens verhindert wird. Viele Anwender liebäugeln daher schon länger mit der Umstellung auf ein solches elektronisches Mähschaf, scheuen aber insbesondere die Kabelverlegung bei der Erstinstallation und natürlich auch die sich im Betrieb ergebenden Problematiken mit einer Kabelverlegung zur Mähraumbegrenzung. Ja, und auch ich habe hier auf diesem Grundstück schon entsprechende Mähroboter zum Einsatz gebracht und ich kann es wirklich bestätigen. Es funktioniert auf der einen Seite, aber ich habe tatsächlich immer wieder auch Probleme mit meinem Kabel. Beispielsweise beim jährlichen Vertikutieren, da habe ich schon das ein oder andere Kabelstück da erwischt und abgerissen. Und ich habe hier, wir wohnen recht ländlich, ganz besondere Freunde, die es sich offensichtlich zur Lebensaufgabe gemacht haben, immer mein Kabel wieder hochzubuddeln. Ich spreche hier konkret von Maulwürfen, die hier eben zuhauf auch sind. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass mir die Firma Segway eins ihrer zwei neuen smarten Mähroboter-Modelle für einen Test hier auf diesem Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Und ich nehme es gleich vorweg, beide Mähroboter sind praktisch identisch. Die unterscheiden sich im Grunde nur nach der Mähleistung und ein ganz wenig anders in der Optik sind sie auch. Der i105e, den ich jetzt hier zum Test bringe, der hat eine Mähleistung von 500 Quadratmetern. Der i108e hat einen etwas größeren Akku, daher kann er auch etwas länger mähen und schafft somit 800 Quadratmeter. Beide Mähroboter brauchen keinerlei Begrenzungskabel mehr. Sie fahren aber nicht nur über GPS gesteuert, sondern beide Mähroboter weisen auch eine eigens verbaute Kamera auf. Und diese Kamera, die unterstützt dann praktisch nochmal die GPS-Navigation in den Teilbereichen, wo der GPS-Empfang gegebenenfalls schwierig sein könnte. Also zum Beispiel in Abschattungen von Gebäuden oder aber auch unter Bäumen oder ähnliches. Diese smarte Navigationstechnik mit dem vielleicht etwas sperrigen Namen EFSL 2.0 System, die schauen wir uns natürlich hier gleich auch im Test intensiv einmal an. Eins möchte ich vorab aber eben noch mal aufgezeigt haben. Die Kameras, die hier entsprechend zur Anwendung gebracht werden, haben auch noch andere Funktionen. Die arbeitet mit einer künstlichen Intelligenz. Die erkennt praktisch Gegenstände, also Hindernisse, die auf dem Rasen liegen und kann dann diese Hindernisse identifizieren und entsprechend umfahren. Auch das werden wir natürlich hier gleich einmal intensiv testen. Vor dem Test, da steht natürlich einmal das Auspacken und die kurze Inbetriebnahme. Die sollte uns aber vor keine größeren Schwierigkeiten stellen, denn wir müssen ja kein Kabel verlegen. Des Weiteren erlaube ich mir noch mal den Hinweis in Sachen Preis. Ich glaube, dass Navimo mit der i-Serie hier eine echte Kampfansage an den Markt gemacht hat. Der gebotene Funktionsumfang bei dem Preis von für dieses Modell, der i105e, beträgt unter 1000 Euro. Der Listenpreis ist 999 Euro. Der i108e, also das große Brudermodell, das eben eine Mähleistung von 800 Quadratmetern aufweist, wird zum Preis von 1299 Euro vertrieben. So, ein erster Blick auf den Mähroboter. Und das ist natürlich schon wieder toll gelöst hier. Also hier sind die einzelnen Teile innerhalb der Verpackung beschriftet, wie man die zu entnehmen hat. Da sieht man sofort, da wurde mitgedacht. Der i105e, der wiegt übrigens 10,9 Kilo, ist damit noch sehr, sehr gut handelbar. Das Schwestermodell, der i108e, dürfte aufgrund des größeren Akkus wahrscheinlich ein wenig schwerer sein. Auf der Oberseite des Navimo i105e Mähers, da fällt sofort der große Bereich für die Schnitthöhenverstellung auf. Und zwar lässt sich diese einstellen von 20 bis 60 mm über diesen Drehschalter hier, stufenlos in Millimeterschritten. Das finde ich persönlich auch gut, dass das nicht elektronisch gelöst ist. So haben wir dann auch eine Komponente weniger, die kaputt gehen kann. Rechts davon, da haben wir dann klassisch unseren Notstoppschalter. Mit anderen Worten, da kann ich den Mäher direkt außer Betrieb nehmen, wenn irgendwas sein sollte. Darunter gibt es einen Benutzerdisplay.
Display. Das ist dann entsprechend hier nochmal mit drei Tasten ergänzt. Einmal zum Parken für die Home-Position, einmal ein OK-Button zum Bestätigen und einmal ein Start-Button. Ja, und hier vorne, da haben wir dann schon die erwähnte Kamera, die Vision Fence Kamera mit einem Blickwinkel von 140 Grad. Unterstützt die eben die Positionierung und gleichzeitig auch die Hindernisumfahrung. Ja, und hier vorne, da haben wir dann noch die beiden Dockpunkte eben für das Aufladen. Auf der Unterseite des Meers, da fallen jetzt die riesigen Reifen direkt auf, die hier mit dieser orangen Applikation versehen sind. Ich finde, das Bild ist wirklich stimmig. Also die haben fast 24 cm. Sie dürften wirklich für einen guten Vortrieb hier entsprechend sorgen. Traktion dürfte kein Problem sein. Grob profiliert, das passt soweit alles. Vorne haben wir die zwei kleineren Lenkrollen, die eben in sich drehbar gelagert sind. Und hier haben wir unsere Messerscheibe mit drei Messern. Schnittbreite von diesem Meer ist genau über dem größeren Schwestermodell übrigens 18 cm. Ich sehe jetzt hier die drei Messer und durch die Fliehkraft, wenn die Messerscheibe dreht, da schwenken die Messer entsprechend nach außen, schneiden den Rasen. Aber wenn sie dann zum Beispiel auf einen Stein oder ein sonstiges größeres Hindernis treffen, dann können sie eben auch einklappen. So wird dann ein größerer Schaden entsprechend vermieden. Hier unter diesem kleinen Abdeckschacht, da lässt sich von Navimo das sogenannte Access-Modul auch verbauen. Dieses Access-Modul ist im Prinzip ein Kommunikationsmodul mit einer integrierten 4G-SIM-Karte. Die Datenübertragung kann dann, auch wenn das WLAN-Signal schlecht ist, trotzdem erfolgen. Das muss aber zusätzlich erworben werden, kostet knapp 100 Euro. Ein Jahr Datendienste sind damit beinhaltet. Danach kostet jedes weitere Jahr, ich meine 29,90 Euro. Im Übrigen liefert dieses Access-Modul auch eine Möglichkeit mit, dass hier ein Diebstahlschutz gegeben ist. Das klappt auch wirklich nur, wenn man dieses Modul installiert. Das sieht wie folgt aus. Ich habe es schon mal einmal aus der Verpackung rausgenommen und ich werde das jetzt auch mal eben einmal kurz verbauen. So, die vier Schrauben von der Abdeckklappe, die habe ich gelöst. Darunter kommt uns auch schon ein kleines Kabel entgegen mit so einem RJ45-Stecker ähnlichem Stecker. Das scheint jetzt hier ganz einfach montierbar zu sein, indem man es hier reinsteckt. Und dann packen wir unser Modul zurück und das war's dann schon. Was haben wir noch im Lieferumfang? Neben dem eigentlich mehr natürlich auch eine Ladestation. Die Ladestation kann mittels der beiliegenden Erdnägel hier sicher im Boden ganz normal befestigt werden. Und wir brauchen fürs Laden natürlich auch ein Netzteil. Das liegt auch im Lieferumfang bei, wird mittels des 10 Meter Anschlusskabels hier auch entsprechend angeschlossen. Also wenn ihr die Steckdose nicht in der Nähe habt bei 10 Metern, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Das sollte reichen. Was haben wir noch? Wir haben hier noch solche vier orangen Markierstifte. Die werden verwendet, wenn ich beispielsweise im Winter die Ladestation eben abbaue. Dann kann ich, nachdem ich die Erdnägel rausgezogen habe, meine Position hiermit markieren. Eine Anleitung haben wir noch im Lieferumfang. Ersatzklingen und, ganz wichtig, unsere RTK-Antenne. Was genau ist nun eine solche RTK-Antenne? RTK steht zunächst einmal für Real-Time Kinematik. Was macht die? Im Prinzip hilft diese Antenne dem Roboter, seine Position genauer zu bestimmen. Und zwar wie folgt. Sowohl die RTK-Antenne, so habe ich es zumindest verstanden, als auch der Mähroboter verfügen über einen entsprechenden GPS-Empfänger jeweils. Jetzt ist es naturgemäß so, dass sich der Mähroboter bewegt. Die Antenne hingegen, die steht ja fest. Und es gibt teilweise bei GPS-Signalen Abweichungen, die zum Beispiel durch atmosphärische Schwankungen wie Regen oder Wolken und so weiter auftreten können. Die RTK-Antenne hat aber ja, wie erwähnt, eine fixe Position. Damit ist sie in der Lage, entsprechend die Korrekturen zu ermitteln und sendet dann die Korrekturwerte, zum Beispiel Verschiebung um 2 Meter nach Süden, an den Mähroboter, der dann schlussendlich seine richtige, exakte Position eben seinerseits bestimmt, insbesondere in solchen Situationen, wo er eben auch in empfangsschwachen Situationen agieren muss, wie zum Beispiel unter Bäumen oder Ähnlichem. Also im Grunde haben wir hier ein Korrektursignal mit einem GPS-Empfänger. Diese Komponente kommuniziert mit dem Mähroboter über Funk und sendet dort entsprechende Daten im Hinblick auf die Korrektur. Hoffe ich, dass ich zumindest ansatzweise die Funktionalität dieser RTK-Antenne hier richtig aufgezeigt habe. Ich habe die zwischenzeitlich auch mal zusammengesteckt hier. Wenn das nicht so ist, dann bitte ich euch, das wirklich einmal in die Kommentare zu schreiben und mich dann entsprechend auch zu korrigieren. Die RTK-Antenne, die braucht auf jeden Fall freie Sicht zum Himmel. Laut Anleitung sollte sie daher zum Beispiel nicht in der unmittelbaren Nähe von
Gebäuden montiert werden. Also hier ist ein Mindestabstand von 2 Metern beispielsweise vorliegt. Natürlich damit auch nicht unter Bäumen und so weiter. Aber es liegt auch ein Verlängerungskabel von 10 Meter bei. Das kann ich hier zusätzlich nochmal anschließen, um eben entsprechend sicherzustellen, dass diese freie Sicht gewährleistet ist. Also ich muss sie nicht direkt beispielsweise neben der Basisstation montieren. Sollte bei euch zu Hause vielleicht aufgrund bestimmter baulicher Bedingungen die Aufstellung der RTK-Antenne über diesen Erdspieß nicht möglich sein, dann gibt es von Navimo noch ein sogenanntes Antennen-Extension-Kit zu kaufen. Und das beinhaltet einen solchen Wandausleger. Und da könnte man die RTK-Antenne hier gegebenenfalls vielleicht an der Oberkante eines Geräteschuppens, eines Gartenhauses, was auch immer, befestigen, wenn man den dort dann eben entsprechend freie Sicht zum Himmel hat. Im Lieferumfang, da befindet sich natürlich auch noch eine Anleitung. Ich lege die jetzt mal komplett an die Seite. Ich unterstelle mal, dass ich gleich sowieso durch die App hier entsprechend durch die Installation geführt werde. Und die App, die habe ich jetzt auch schon hier mal auf meinem Handy entsprechend installiert. Und die öffne ich jetzt tatsächlich dann auch mal zum ersten Mal. Nach der Erstellung eines Benutzerkontos, da nimmt einen die App wirklich an die Hand. Das ist überhaupt kein Problem. Step by Step wird man hier durchgeführt. Im Übrigen ist auch so, dass teilweise hier über Leuchtfarben am Meer nochmal einzelne Schritte bestätigt werden. Dann erfolgt die Kopplung via Bluetooth. Auch das ging absolut problemlos. Und zu guter Letzt, nachdem die Kopplung eben erfolgreich gewesen ist, quittiert man über den OK-Button und dann wird eben das im Meer, in meinem Fall verbaute, entsprechende GSM-Modul, also das 4G-Modul hier aktiviert und damit kann ich dann auch den Diebstahlschutz hier aktiv schalten. Im Anschluss wurde dann die Verbindung zu meinem heimischen WLAN durchgeführt. Auch das war vollkommen unproblematisch. Und in der App, dann ging es schon weiter. Man wurde hier nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie man beispielsweise die Ladestation zu positionieren hat, die RTK-Antenne, was genau zu berücksichtigen ist. Verschiedene Fallbeispiele sind aufgezeigt worden. Also das kann man wirklich nicht besser machen. Und da kann man eigentlich meines Erachtens auch nichts falsch machen. Im nächsten Schritt habe ich dann ganz einfach nur noch die RTK-Antenne mit der Basisstation verbunden. Das Verlängerungskabel habe ich nicht gebraucht. An der Basisstation erschien kurze Zeit später, genauso wie an dem Navimo selber, auch ein blaues Licht. Und das bedeutet, wie man hier wunderbar sehen kann, dass hier alles in Ordnung ist, der GPS-Empfang passend war. Von daher konnte ich den Mähroboter schon direkt in die Ladestation reinschieben und es fing auch sofort der Mähroboter an zu laden. Danach habe ich dann nochmal eine Überprüfung durchgeführt. Die führte dann direkt zu einer neuen Firmware. Die Firmware-Updates habe ich durchgeführt. Auch das lief problemlos. Im nächsten Step wird man darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine Karte angelegt werden muss. Das ist im Prinzip unser virtueller Zaun. Dazu bedient man sich des Smartphones und kriegt hier ausführlichst erklärt, wie das abzulaufen hat. Tatsächlich steuert man sein Navimo ähnlich wie ein ferngesteuertes Auto über das Smartphone mittels eines virtuellen Joysticks entlang der Außengrenzen, die eben zu mähen sind. Und auch auf meinem Grundstück gibt es wirklich eine Menge an Ecken und Kanten, sowohl außen als auch innen liegend. Das ist durchaus auch komplex für den Navimo, aber man kann ihn hier wirklich gut rumherum führen. Man kann die Kartierung aber auch komplett selbstständig durch den Navimo selber durchführen lassen. Der bedient sich dann der verbauten Kamera und die Kamera erkennt eben entsprechend über die Bildauswertung, wo hier Rasenmähergrenzen vorzufinden sind und zeichnet diese entsprechend in den Plan ein. Ich will aber so ehrlich sein, letzten Endes war das nach meiner Einschätzung tatsächlich von der Qualität des Kartmaterials besser, wenn man das selber eben entsprechend einmal abfährt. Aber wie gesagt, man hat eben auch die Möglichkeit der automatisierten Kartierung. Sollten während oder auch nach der Kartierung hier noch Probleme auftreten, dass man nochmal Korrekturen durchführen muss, so ist das aber auch kein Problem. Hier lässt sich alles im Grunde anpassen. Man kann zusätzliche Mähzonen anlegen, man kann Sperrzonen anlegen, unterschiedlichste Parameter setzen. Also das ist richtig umfänglich und ich glaube, das würde auch den Umfang dieses Videos jetzt sprengen. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben, dass hier im Grunde noch ganz viel an Möglichkeiten entsprechend besteht und man hier keinerlei Angst haben muss, dass man diese Kartierung tatsächlich womöglich gar nicht mehr ändern könnte. Dem ist nicht so. Wie gesagt, das ist völlig unproblematisch, hier nochmal nachträglich entsprechend Änderungen durchzuführen.
Ich war jetzt allerdings mit meiner Karte erst einmal zufrieden, habe die dann zurückgespeichert. Wie man sehen kann, auch das geht sehr, sehr schnell. Man sieht die dann auch grafisch, das passt also auch wunderbar. Und bevor ich jetzt aber auf Mähen gegangen bin, habe ich zunächst noch einmal die Mähhöhe entsprechend hier auf 35 mm eingestellt. Ja, und dann ging es dann auch schon so ganz langsam los mit dem ersten Mähen. Und ich muss schon sagen, der erste Eindruck, den ich hatte, dieser Mäher ist unglaublich leise. Also das ist schon ein Knaller. Damit stört man in der Nachbarschaft meines Erachtens niemanden. Der Hersteller gibt hier 58 Dezibel an. Im Übrigen kann der Navimo Steigungen bis zu 30% entsprechend hier meistern. Bei mir auf dem Grundstück ist das kein Problem. Ich habe hier ein flaches Grundstück, aber dafür relativ kurvig, aber das war auch kein Problem. Den Streckenfortschritt, wo er sich gerade befindet, was er gemäht hat, sieht man übrigens jederzeit in der App. Nach dem ersten Mähgang, den er im Übrigen in einem Durchlauf auch geschafft hat, und ich denke, der packt so gut 200 Quadratmeter, dann muss er eben wieder zur Ladestation, aber das passt bei meinem Rasen sehr, sehr gut. Sieht man sehr schön die Struktur, wie er die einzelnen Bahnen gefahren hat. Bitte nicht irritiert sein, ich habe für den zweiten Durchlauf hier entsprechend schon Hindernisse auf den Rasen gestellt. Man sieht dort eine Flasche und eventuell auch zwei Schuhe sind da gut zu erkennen. Und im nächsten Durchgang, da ist dann ein anderes Mähmuster zur Anwendung gebracht worden, nämlich eine Diagonale. Insgesamt stehen 6 Stück zur Verfügung und ich hoffe, man kann es auch da erkennen. Da hat er von links im Bild links entsprechend angefangen und zieht jetzt hier diagonal entsprechend seine Bahn. Und ich zeige euch gleich mal hier, wie das im Zeitraffer aussieht. Hier nun die versprochene Zeitrafferaufnahme. Man kann sehr schön erkennen, wie er diagonal die Bahnen zieht. Und ich blende euch, damit das nicht zu lange dauert, hier auch schon mal ein paar Detailaufnahmen ein von den Hindernissen, die ich aufgebaut habe. Und man sieht sehr, sehr schön, wie der vorher stoppt, wie der wirklich diese Hindernisse umfährt. Im Übrigen ist hier auch eine KI verbaut. Diese KI erkennt über 20 Gegenstände, beispielsweise Spielzeug oder ein Trampolin, aber auch Haustiere, Igel. Ja, und dann wird eben entsprechend die Umfahrung eingeleitet, man stoppt und ja, Verletzungsgefahr für eben erwähnte Igel sollte damit wirklich minimiert sein. Ich finde das eine klasse Sache, die hier sich hat entsprechend Segway einfallen lassen. Ich habe dann zusätzlich auch noch einmal den Diebstahlschutz getestet. Wie erwähnt, funktioniert das nur, wenn man das 4G-Modul entsprechend verbaut hat. Man definiert im Grunde hierbei eine Entfernung, die der Mäher sich aus dem eigentlichen Mäherbereich entfernen darf. Und wenn er diese Entfernung überschreitet, weil ein Dieb den beispielsweise mitnimmt, dann fängt auch sehr lautstark die integrierte Sirene an zu laufen. Die lässt sich auch nicht abschalten. Erst wenn der Mäher wieder in dem originären Mäherbereich ist, dann wird die Sirene entsprechend abgeschaltet. Bei Sonne habe ich mit meinem Review-Video angefangen. Bei Regen, da ende ich jetzt. Gut, dass der Navimo i105e genauso wie der Navimo i108e mit einer Schutzklasse IP66 versehen ist. Mit anderen Worten, der ist wasserfest. Da kann ich auch wirklich mal mit einem Schlauch entsprechend abspritzen und das Gerät reinigen. Es gibt für die ganz Vorsichtigen auch eine Garage zu kaufen. Die liegt so preislich um 150 Euro. Ich denke, ich werde mir die ebenfalls zulegen. Ja, im Übrigen ist es tatsächlich auch so, dass hier über die App auch lokale Wettervorhersagen entsprechend in den Mähplan eingezogen werden können. Der Mähplan damit beispielsweise vorübergehend ausgesetzt wird, wenn Regen auftritt. Aber diese Einstellung habe ich persönlich jetzt noch nicht ausfindig machen können. Vielleicht kommt da auch noch was über ein entsprechendes Update im Nachhinein noch zur Auslieferung. Ja, ich bin also rundum zufrieden mit dem Navimo i105 und das sage ich wirklich mit dem Brustton der Überzeugung. Der hat hier in den letzten Tagen einen richtig guten Job gemacht. Klar, es gibt immer Ecken, wo ich nochmal nacharbeiten muss. Das habe ich aber mit dem kabelgebundenen Mähroboter, den ich vorher teilweise im Einsatz hatte, als auch mit meinem normalen handbetriebenen Mäher, aber auch genauso gehabt. Es gibt einfach baulich bedingt bei mir hier Ecken, da kann man einfach nicht besser rankommen, als entsprechend nochmal mit einer Schere oder eben mit einem entsprechenden Rasentrimmgerät. Insofern, ich würde wirklich, und das sage ich nochmal mit dem Brustton der Überzeugung, eine Kaufempfehlung aussprechen. 999 Euro, das ist ein Gamechanger, ein wirklich meines Erachtens tolles Produkt. Ja, dann hoffe ich am Schluss des Videos, dass ich hier euch einen guten Eindruck von dem Navimo i105 verschaffen konnte. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Ich freue mich natürlich wie immer über ein Abo und ich sage mal, macht es gut, auf bald, euer Gero D.